So, da sind wir wieder. Nächster Block haben wir Axis Prime gegen Kansas Kizon und Dipstick gegen Hereford Mohawks. Axis von links, Kansas von rechts in der ersten Begegnung. Ja, ich höre. Ja, wir haben was Schönes für euch hier. Wir haben hier einen sehr, sehr, sehr schönen Markierer von der Firma MacDeath. Könnt ihr erraten, was dieses gute Stück ist? Hm? Weiß es einer? Nein? Nein, nichts zu gewinnen. Aber wir haben hier einen neuen Markierer, und zwar die Drone 2. Sehr schönes Gerät. So, der Lauf. Mit extra Tasche für Kleinkram, Papiere, was auch immer. Ja, die Drone 2. So. Sehr schönes Gerät. Ein Low Pressure Only Marker. Also geht nur mit Low Pressure zu spielen. Mit zweiteiligem Lauf. Cocker, Autococker, Gehwinde. Standard Bore Size, bin ich gerade ein wenig überfragt, steht leider hier auch nicht. 89er. Ich werde euch zwischendurch einfach mal ein paar Infos wiedergeben, und nachher kommt noch mal was genaueres. Jetzt ist erstmal Paintball angesagt. Prime sieht aus wie 2-1-2, also 2 Snacks, Center, 2 Tippy. Ja. Prime direkt in Snack 1, wird gecheckt, es ist sauber. Snack Meyer, Center, T-Pack Meyer, und in dem Cone hinten. Cone löst auf in T-Pack 2. Oh, aber am Hopper getroffen. Also Prime nur noch zu 4. Kansas in der mittleren Tonne, im T-Pack Meyer, Snake Meyer und ich glaube im Corner. Der ist aber für mich sehr schwer einzusehen. Prime nur noch zu dritt. Kansas geht nach vorne. Prime in Snake 2. Versucht sich jetzt die Mitte zu holen. Kansas nur noch zu dritt, wie ich sehe, also niemand im Snake Corner. Prime nur noch zu zweit. Auch die Snake wurde geschossen von Kansas. Kansas jetzt alleine. Oder übersehe ich da jemanden? Ich glaube, ja, er sitzt noch in der Mitte. In dem Tippi in der Mitte. Cone raus bei Prime. Und gibt Penalty, auch der Snake Corner ist raus. Kansas holt seinen ersten Point. Ja, ich fasse auch mal andere Markierer an. Heißt ja nicht, dass ich damit spielen muss.
Bei mir wird PE bleiben. Versprochen. So. Dipstick von links. Mohawks von rechts. Dipstick, Snake Corner, Snake M, Snake Meyer, T-Pack Meyer, T-Pack 2. T-Pack 2 ist raus. Mohawks in T-Pack 1, T-Pack Meyer, Center Snake Meyer und Snake Corner. Snake Corner löst auch auf Snake 1 und wird der Snake Corner gleich nachbesetzt, damit er einen schönen Backplay hat. T-Pack 1 bei Mohawks auch in T-Pack 2. Dipstick in Tippy 1. Snake Meyer, Snake Corner und Snake 1. Mohawk in Snake 2. Da muss er die Füße einziehen. Dipstick nur noch zu dritt. Mohawk Snake 1 und Snake 2 beladen. Und geht vor. Mohawk in der gegnerischen Snake 2. Ist clean. Es muss aufpassen von dem Corner. Da kommen leider keine Ansagen bei Lipstick. Deswegen kriegt der Snake-Player nicht mit, dass in Snack in der gegnerischen oder in leeren Snack ein Gegenspieler ist. Der nimmt jetzt Tippy 1 raus. Jetzt heißt es eigentlich aufstehen und schießen. Das war ein Trade, aber trotzdem schönes Ding vom Snake Player von den Mohawks. Dipstick alle raus, Mohawks noch zu zweit. Ne, zu dritt. Drüben auf der Tippi-Seite nicht gesehen, durch das M. Wir machen jetzt ganz gemütlich, safe und buzzern. Punkt für Mohawks. Jetzt in dem Block. Dieser? Hm? Oder der nächste? So. Prime wieder von links. Snake Corner, Snake Meyer, Center, Tippy Meyer, Tippy 1. Kansas. Kansas in Snake Corner, Minium, Center, T-Pack Meyer und in der mittleren Can. Axe ist auch in dem kleinen Mini-M. Und geht rüber in Snake 1. Kansas genauso. Beide Snake 1 geladen. G2 bei Prime. Nur noch Snake, Tippy, Snake Meyer und Tippy 2. Kansas auch nur noch. Er hat, wurde auch einer geschossen, und zwar der T-Pack-Spieler. Snake Corner auch raus. Haben wir ein 3-3. Beide Snakes.
Snake Meyer bei Prime. Center bei Kansas. Center von Kansas wurde geschossen. Und die mittlere Tonne auch raus. Nur noch Snake 1 von Kansas. Und die ist jetzt auch raus. Prime holt sich seinen Punkt. Wie bitte? So, da gab es ja eben ein Spiel, Fördergeier Kiel gegen Hunterscrew Poznan. Genau. Das nach der Overtime 2-2 ausgegangen ist. Richtig. Da können wir jetzt mal nachsehen, wie das Seeding ist der Teams, weil das höher geseedete Team bekommt den Extrapunkt für den Spielgewinn. Okay. Ja. Ich rutsche wieder rüber. So. Lüneburg von links im Snack-Cover, Miniam, Snack-Meyer, Tippi-Meyer, Tippi 1. Und Mohawk ist jetzt nur noch 4. Snack-Meyer Center, Tippi-Meyer, Tippi 1 wurde gerade geschossen. Dipstick in Snack 1. Tippi-Meyer bei Mohawks geschossen. Nur noch zu zweit. Dipstick, Tippi 2, Tippi Meyer. Mohawks nur noch eine Person. Und 5 Kniften. Was? Dipstick 0, Mohawks 1 Punkt. Und gleich wird das ein 1 sein. Und die kriegen den Punkt. 1-1. Dipsticks hat einen Punkt gemacht gerade. In der Zwischenzeit wird neben mir gerade die DPL-Liste wieder aktualisiert. Also könnt gleich raufschauen. So. Prime verliert gleich am Break ein Spieler. T-Pack Corner. Oh, Penalty. Nur noch zu zweit Prime. Kansas noch zu viert. Kansas Snake 1, Snake Meyer, Tippi Meyer, Tippi 1. Prime in Tippi Meyer und Tippi 1. Der extra Punkt geht an Hunterscrew Poznan, die da das Spiel 3-2 gewinnen. Okay. Kansas verliert deren Snake. Prime verliert die Meyer, die Tippi. Nur noch Meyer von Prime drinne. Und Kansas geht durch die Mitte und macht ordentlich Druck. Also keine Chance, keine Chance. Letzte von Prime raus. Vielleicht habt ihr es gerade mitgekriegt. Poznan hat den Extrapunkt bekommen bei der Begegnung von gegen Fördergeier Kiel in der Overtime. Es war ja ein 2-2.
2-1 für Kiel. 1-1 Lüneburg. 1-1 Dipstick Lüneburg, Herford Morx. Lüneburg. So. Herford von links diesmal. Snegmeier. Snegkorner geschossen. Center Tipekmeier und Tipek 1. Dipstick im Snake Corner, M löst auf Snake 1. Tippi 1 geht in Tippi 2 und beide Mayas besetzt. Snake geht in die 2 von Dipstick. Macht Druck auf die Mayas und Center. Gehen auch über die Mitte. Die Snegmeier geht in Snake Corner von Mohawks und versucht die Seite sauber zu halten. Wurde aber, glaube ich, schwierig mit zwei Kniften auf der Seite. Oh, Snake raus bei den Dipsticks. Dipsticks auch in Tippi 3 mittlerweile. Wir haben jetzt ein 3-4. Snake 1 geladen von Herford Mohawks und ist raus. Dipsticks in Snake 1. Jetzt? Dipstick Lüneburg. Also wird noch gecheckt. Ist clean. 2-1 für Dipsticks. So. Prime von rechts, Kansas von links. Kansas, Snegmeier verzögert ab in Snake Corner. Center, Tipekmeier und Tipek geschossen, nur noch zu viert. Prime, Snegmeier, Center, Snegmeier raus. Penalty, Center raus, Tipekmeier und Tipek 3. Prime nur noch zu zweit. Tippi 3 raus von Prime. Snake raus von Kansas. Jetzt kommt Kansas über die T-Packs. Drüben in T-Pack 50. Und kriegt ihn. So, würde ich sagen, Punkt für Kansas. Punkt Nummer 3. Und Jesus! 30! Spielstand! 30!
Mohawks von links, Lipsticks von rechts. 10 seconds gecored. Bei Mohawks ein 2-1-2. Ja. Ab in Miniam, in Snakemeyer, Tippegmeyer, in die mittlere Tonne und Tippi 1. G2 bei Dipsticks. Nur noch Tippi Meyer, Snakemeyer und Snake Corner. Und Falli in Spieler Nummer 3, der Tippegmeyer. Snake raus bei den Mohawks. Mohawks besetzen den Snake Corner. Snakemeyer raus bei den Dipsticks. Nur noch im Corner. Und der wird es schwer haben gegen 4 Personen. Die Snake kommt. Und Snake kriegt ihn. Dipsticks. Nee, Mohawks. Mohawks. So, wir haben Matchpoint für Kansas. Da steht 3-1. Na, Prime Kansas steht 3-1 für Kansas. Und Dipstick Herford steht 2-2. Ten gecalled. Kansas sieht aus wie ein Double Center. Ja. Nein. Ein Center, die mittlere Tonne, Snake Corner, Snake Meyer, T-Pack Meyer. Prime hat Snake Corner, Miniam, Snake Meyer, Center, T-Pack Meyer. Kansas vor in das Miniam. Und in die hintere Medusa oder Tonne. Prime versucht in die Snake zu kommen, er wartet, geht rein und kommt sicher an. Nein, doch nicht. Wurde getroffen. Prime nur noch zu dritt. Kansas zu viert. Wie gesagt, Matchpoint für Kansas. Wenn sie das Ding machen, Runde gewonnen. Penalty bei Kansas. Kansas jetzt nur noch zu zweit. Genauso wie Prime. Prime verliert den T-Pack-Spieler. Kansas geht vor in T-Pack 3. Also Prime nur noch mit der Snakemeyer. Und Kansas in Tippi 3 und Snake 1. Aber die Snake hat nicht gerallert, dass das T-Pack raus ist. Jetzt. Snake geht langsam vor. Bloß keinen Fehler machen jetzt. Ist immerhin Matchpoint. Jo, das ist ein Punkt für Kansas. Game over. Spiel gewonnen für Kansas. Das erste Spiel für die gewonnen. Eins verloren.
Zeit für beide, 2 Minuten 52. 2:52 für Dipstick Lüneburg und Herford Mohawks noch übrig. 2:2. So. Herford von rechts, Dipsticks von links. Bis jetzt alle live angekommen. Mohawks, Miniam, Snackmeier, Center, Tipekmeier, Tipek 1. Lüneburg von Miniam in die Snack 1 in Snack Corner. Tipekmeier in die Tonne und Tipek 1. Snack ist raus bei Mohawks. Nur noch zu viert. Und wurde aber wieder nachbesetzt. Wieder Penalty für Mohawks. Nur noch die Snack alleine. Der wird einfach ignoriert und geht buzzern. Dipstick. Punkt für Lüneburg. Und Dipsticks, 2 Minuten, Restspielzeit 1:55. Ihr habt es vielleicht gehört, 1:55 Restspielzeit, Matchpoint für Dipstick Lüneburg. Es steht 3:2. So, im nächsten Block haben wir Gütersloh Bandoleros gegen Sunrise Schwerin und Kingsize Berlin gegen Badfingers Berlin. Ein Berliner Derby. Okay. Eine Minute! So, ich habe noch mal ein Minütchen für euch für die MacDev. Wie gesagt, Low Pressure only. Wiegt stolze oder weniger 875 Gramm mit Batterie und Lauf. Ist, glaube ich, das mittlere Segment von MacDev. Gibt es, ich glaube, ab nächste Woche bei Action Sports als, glaube ich, der ersten zu kaufen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Als zweites, okay. Ich schätze mal, Max wird auch noch den guten Knallstock haben. Aber hier in Berlin, Action Sports, könnt ihr begriffeln, anfassen und kaufen. Was soll das gute Gerät denn kosten? Okay. Wir machen nachher weiter mit der MacDev. Ich lasse mir noch Preisinfos geben. Und dann werde ich nachher mal ausführlich ein wenig vorstellen. So, wie gesagt. Matchpoint für Dipstick. Dipstick von links, Mohawks von rechts. Dipsticks, 3 Snack, 2 Tippi, beide Meyers besetzt, Tippi 1, Miniam wurde geschossen und Snack Corner.
Tippy 1 ist auch raus bei Dipstick. Mohawks haben wir Mini-M, die beiden Mayas, den mittleren Ken und Tippy 1. Oh. Snake Meyer geschossen von Dipstick. Wie gesagt, viel Zeit ist nicht mehr. Wenn sie jetzt so den Punkt verlieren, dann könnte Mohawk auf Overtime spielen und sich noch ein Pünktchen holen. So. 3-5. Oh. 2-5. Dipstick nur noch zu zweit. Mohawks Snake 2, Snake Corner, Tippy 3 und mittleres M und die mittlere Tonne. Jetzt beide im großen M. Dipstick nur noch alleine. Der Maya, T-Pack Maya wurde geschossen. Jetzt kommt ein One-Through auf Snake Corner. Oh. Gab es noch einen Outcall für Mohawks? 20 Sekunden. 2 Minuten. Restspielzeit 20 Sekunden. Wie gesagt, 20 Sekunden Restspielzeit, 3-3, das wird ein Overtime geben. Ja, ab 13 Uhr ungefähr kommt dann Bandoleros, Sunrise, King Size und Bad Fingers. Die Boxencrew hat auch richtig Spaß. Da ist gute Laune auf dem Feld. So, 10 seconds overtime. Mohawks von links, Dipstick von rechts. Dipstick 2-1-2, also 2. Da hat's der Snake Runner leider nicht geschafft. Ein bisschen zu weit außenrum. Mohawks im Snake Cover, im Snake Meyer, Center, T-Pack Meyer und T-Pack 1 und vorbei. No point! Overtime! 2 Minuten! No. So. Sagt. Action Sports ist hier Berlin-Brandenburg mäßig derjenige, der dieses schöne Gerät als erster zur Verfügung hat. 875 Gramm mit Batterie und Lauf, Autococker. Ich glaube, er hat 2 innenliegende Sensoren für die Druckregulierung, den Inline-Regulator kann man
Okay, sagt mir jetzt nichts. Egal. Nee, also ein Quick Release für den Bolt-System hat es nur nicht, also braucht man einen Schlüssel. Aber ist alles mitgeliefert, Fett ist mitgeliefert, Laufsocke, zweiteiliges Laufsystem, Bedienungsanleitung und Marker natürlich. Was kann ich noch dazu sagen? Einfach zu bedienen, OLED-Display. Geht auch an, hoffe ich. 30! Will nicht. Will nicht. Na gut, geht weiter mit der Overtime. Links, Dipstick rechts. Mohawks mit Snake Honda, Snake Meyer, Center, Tippy Meyer, Tippy 1. Dipstick G1, Penalty, 1 for 1. Center geht in Snake Meyer, Tippy Meyer ist besetzt und Tippy 1. Tippy 1 spielt auf Longline mit einem Spiegel. Mohawks besetzen das Mini-M und gleich weiter in die Snake. Oh, Tippy 1 raus. Mohawks, Dipstick nur noch zu zweit in beiden Meyers. Dipstick in Tippy 1. Jetzt muss auf die Snake aufpassen. Wir hatten auch einen Schirm. Snake Meyer raus bei Dipstick. Nur noch Tippy 1 und 5 Kniften. Jetzt hat er keine Chance mehr. Jetzt ist er raus. Punkt für Mohawks. Haben sie den Overtime-Punkt gemacht? So, 4 zu 3 für die Mohawks. Die holen sich den Punkt.